Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Freitag, der 12. Dezember 2014. Mein Name ist Norbert Gieso. Ja, heute auch mit den astrologischen Aussichten für das Wochenende zum dritten Advent. Jo, die Sonne ist jetzt heute im 21. Grad des Schützen, also im dritten Dekanat des Schützen. Der letzte Drittel ist jetzt angebrochen, was gleichzeitig bedeutet, dass wenn die Sonne die nächsten 9,5 Grad überschritten hat, dann ist die Wintersonnenwende, der Eintritt in den Steinbock, was gleichermaßen bei uns bedeutet, der Winter beginnt, aber damit beginnt auch eine Phase, in der das Licht wieder zunimmt, die Tage wieder länger werden. Wir haben also jetzt sozusagen noch 10 Tage bis zu dieser Lichtwende auch. Noch wird es jetzt immer dunkler werden, was gleichermaßen auch bedeutet, dass wir uns auch mit der Dunkelheit in uns auseinanderzusetzen haben, wobei der Schütze ja im Grunde die Aufgabe hat, aus dieser Dunkelheit heraus eine Vision eines Lichtes, eines Lichtpfades, einer lichtvolleren Zukunft zu entwickeln. Nicht? Deswegen auch diese Vision im Schützen für die Zeit, die da noch kommen mag. Also statt Trübsal zu blasen, gilt es im Grunde wirklich zu schauen, in welche Richtung kann ich mich entwickeln, wo sind Möglichkeiten für mich, wo ist Potenzial, was ich leben kann. Ja, am 15. Dezember ist es soweit, dass das langwirkende Quadrat von Uranus und Pluto, was seit Jahren wirkt, tatsächlich das sechste von 7 Mal exakt wird. Der siebte und letzte Aspekt wird dann im März 2015 sein. Dieser Aspekt hat damit zu tun, sich aus alten Mustern zu befreien, alte Machtverhältnisse auf ihre Richtigkeit zu überprüfen, sozusagen unsere Individualität aus den Strukturen und Schatten vergangener Ereignisse zu befreien. Und dabei bleibt es natürlich nicht aus, dass wir auch mit diesen Schattenbereichen in uns konfrontiert werden, mit dem, wie ich eben schon sagte, Dunklem in uns. Was aber ein Riesenpotenzial birgt, weil darin eine unglaubliche Kraft verborgen liegt, die wir sozusagen heben können, wenn wir denn nur den Mut haben, auch in diese Bereiche zu schauen. Gut, wie sieht's astrologisch aus? Heute ist noch mal der Mond im Löwen, stärkt also prinzipiell die Kreativität, möchte uns darauf hinweisen, dass das Leben auch schöne Seiten hat, das Leben zu feiern, Freude zu empfinden, die möglicherweise in dieser Zeit für unabhängig von äußeren Ereignissen sein kann, dass wir tatsächlich schauen, ob wir auch diese Freude in uns erfahren und erleben können. Heute Nachmittag um 16:20 Uhr, ich schaue nochmal genau nach, ja, um 16:20 Uhr dann wechselt der Mond vom Löwen in die Jungfrau. Das heißt, so zwischen 15:30 Uhr und 17 Uhr ist der Mond sozusagen void of course, also ist dann sozusagen nicht klar im Löwen und noch nicht klar in der Jungfrau, eine Phase der Unentschiedenheit, des ich weiß gar nicht, in welche Richtung es jetzt geht, Gefühl. Dann Mond in der Jungfrau, dort wird der Mond auch das ganze Wochenende sein. Am Montagmorgen um 5 Uhr geht's dann in die Waage, die neue Woche also dann mit frischer Begegnungsenergie. Am Wochenende Mond in der Jungfrau, wobei der Mond dann im abnehmenden Quadrat zur Sonne steht. Jungfrau und Schütze haben ein Quadrat im Tierkreis. Das heißt, wenn der Mond die Jungfrau erreicht hat, hier vom Schützen aus gesehen, dann trennt die beiden ein Quadrat. Es ist der nach dem Vollmond das abnehmende Halbquadrat des Mondes, was meistens eine Krise im Bewusstsein anzeigt, weil nämlich der Mond der Jungfrau im Erdzeichen im Grunde introvertierter ist, während die Sonne im Schützen sich mehr nach außen orientiert. Die Jungfrau ist bescheiden, während der Schütze vorsichtig ausgedrückt großzügig ist, sozusagen oft mal übers Ziel hinausschießt,
während die Jungfrau sich immer ganz klar und eng ihre Ziele setzt. Die Jungfrau ist das Zeichen der Integration von körperlichen, geistigen und seelischen Anteilen. Also in der Jungfrau gilt es im Grunde, die unterschiedlichen Impulse unseres Körpers, unseres Gefühls, aber auch unserer Gedanken miteinander in Verbindung zu bringen. Hier gibt es vielfältige Verbindungen, die sich beispielsweise in der Psychosomatik zeigen, dass eben Impulse unseres Gefühls oder unserer Seele, wenn wir diese nicht umsetzen oder erkennen, sich eben über unseren Körper bemerkbar machen, damit wir eben erkennen, was gerade für uns angesagt ist. Leider gehen wir dann meistens nur auf die körperliche Ebene und versuchen das Problem dort zu lösen, statt auf eine andere Ebene zu schauen, wo vielleicht der Ansatz, der Impuls dafür liegt. Das bedeutet, ab heute Nachmittag mit dem Mond in der Jungfrau ist die Energie mehr auf uns gerichtet, auf unseren Alltag. Man könnte auch von Wellness sprechen, also was kann ich tun, damit es mir in meinem Alltag, in meinem Leben, mit meinem Körper möglichst gut geht. Da sind eben dann auch sehr rationale Entscheidungen zu treffen, beispielsweise was die Ernährung oder die Bewegung anbelangt. Und das passt natürlich nicht unbedingt direkt zur Sonne im Schützen, die ja sozusagen aus dem Wunsch nach Selbsterkenntnis und nach Wissen heraus in starke Bewegung geht, sich oft verausgabt, über Grenzen hinausgeht. Das heißt, das Wochenende hat also auch damit zu tun, inwieweit ich sozusagen Impulse ignoriere, die mich über meine Grenzen treiben wollen, oder aber auch, ob ich diese Impulse integriere, um meine Grenzen zu erweitern. Es wird also unterschiedliche Impulse geben. Der eine Impuls wird irgendwie sagen, kümmere dich um dich selbst sozusagen. Du musst nicht auf jede Weihnachtsfeier, du musst diesen ganzen Stress und die Hektik nicht mitmachen. Der andere Impuls wird sagen, jetzt ist eine Zeit, wo diese Dinge getan werden können, wo du sozusagen ausgehen kannst, wo du deine Energie feiern kannst. Und da gilt es für uns, einen Kompromiss zu finden. Dieses abnehmende Sonne-Mond-Quadrat ist am Sonntagmittag perfekt. Am Sonntag kommt es aber auch zum Trigon, also zum förderlichen Aspekt zwischen Sonne und Jupiter. Das heißt, es ist auch ein ganz starker Aspekt des Wachstums möglich, wenn wir denn erkennen, wo dieses Wachstum stattfinden soll und wenn wir die dementsprechenden Wege und Mittel nutzen, halt auch zu erkennen, wo dieses Wachstum für uns organisch und richtig ist. Dies ein paar Anregungen zu den Konstellationen der nächsten Tage. Ich wünsche uns allen einen schönen Freitag und ein tolles Wochenende, einen schönen dritten Advent. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns dann am Montag, den 15. wieder, dann zum nächsten Tageshoroskop. Alles Liebe und Tschüss!